So, ja, herzlich willkommen zurück. Es war gestern dann doch alles etwas zu spät und auch zu dunkel. Von daher haben wir das Ding abgebrochen und wollen jetzt einfach nochmal bei Tageslicht zu Ende führen. Hier sind dann die beiden Schlauchleitungen. Hier nochmal das T-Stück und dann hier geht es hier runter. Dann so 5 Kilo Flasche. Die drehen wir jetzt auch mal auf. Sehen hier auch nochmal die Werte. Hier 7,4 kW und so weiter. Steht alles nochmal geschrieben. Drehen wir den Knopf. So. Und jetzt drücken wir. Und jetzt hört man schon das Gas strömen. Und jetzt. So, Nummer 1 ist an, Nummer 2. Jetzt machen wir nochmal direkt volle Power und lassen ihn nochmal richtig schön hochheizen. Und dann, wie gesagt, nehmen wir Toastbrot drauf und dann gucken wir mal, was es so kann, das Gerät. Machen wir einfach mal 30 Sekunden, also rein damit. Machen wir es mal ungefähr hier rein. So, und 30 Sekunden. Und dann wollen wir mal schauen, wie gleichmäßig das denn hier gart. Jetzt mal rausholen, sonst fängt es an zu brennen. Also 20 Sekunden mehr geht nicht. Man sieht natürlich ganz klar, also hier ist alles schön gleichmäßig. Hier natürlich nach vorne, hier nach draußen, hin ist natürlich dann die Temperatur noch ein bisschen geringer. Das sieht man halt auch hier, aber hier ist es allerdings wenigstens schön groß. Ja. Der Rest ist absolut rahmenschwarz. Man braucht jetzt keine dicke Wandstärke, wie jetzt zum Beispiel bei einem Keramikgrill oder wie jetzt, sag ich mal, bei so einem richtigen WSM zum Beispiel, ja, wo es dann wirklich dann auch über Long Sessions geht. Meine Meinung, Tomahawk Steak war schon richtig mega gewesen. Lecker, super krustig, Ticken zu schwarz vielleicht, aber ich sag mal so, Röstaroma ist ja das, was zählt und das haben wir auf jeden Fall gehabt. Und jetzt probieren wir das Ganze noch mit dem Rumpsteak. Kleineres Stück, nur unter einem Brenner allerdings. Und dann wollen wir uns das Ergebnis mal zusammen anschauen. Das Ganze machen wir noch ein bisschen mit Pfeffermischung und noch ein paar Meersalzflocken. Und dann wird es hier schön tranchiert und dann direkt vom Brett gefuttert. Okay, und jetzt direkt, wir starten. 30 Sekunden jetzt. Auf los geht's los. Okay. So, schauen wir uns das mal an. Schön gleichmäßig auf jeden Fall. Einmal schnell gedreht, zack. Einmal wieder hier. Ups, einmal hier. So, und los geht's. Nochmal 30 Sekunden. Es ist ein bisschen schwarz geworden, also es ist wirklich einfach auch Übungssache. Das ist jetzt, ich schneide es einfach mal runter. Und ja, das sieht mega aus. Wow, okay. Hätte ich nicht gedacht, dass das Ergebnis so gut wird. Also vor allen Dingen, kein Temperaturfehler, das ist jetzt ein Thermapen. Aber trotzdem hat er gerade 60 Grad angezeigt, dass wenn man ihn sozusagen dann direkt in der Hitze liegen hat, dass der dann auch mal gerne ein bisschen rumspinnt. Dass sie gerne Filet isst, ja. Aber Filet schmeckt für mich ja, einfach zu lasch. Also ruhig ein bisschen fettig, ein bisschen Fettauge und so weiter, ist kein Problem. Und eine schöne Alternative dazu, finde ich, ist halt immer dieses Rumpsteak. Weil man schlichtweg und ergreifend einfach beides hat. Man hat Geschmack, aber trotzdem mal nicht so viel Fett. Und auch nochmal ein Ticken geiler als eine Rinderhüfte zum Beispiel. Schöne Pfefferkörner. Es ist ein Träumchen. Ja, also wirklich toll. Meine Güte. Also rein damit. Zum Thema 1650 Fire Pro kann ich nur sagen, also es ist sein Geld wert, absolut. 300 Euro ist auch kein Geschenk. Ja, also es ist einfach, wie gesagt, mit einem Brenner auch allein schon nur die Ergebnisse habt ihr gesehen. Das Rumpsteak war absolut der Knaller, die Kruste mega. Bisschen schwarz wird, stört mich jetzt auch nicht. Wie gesagt, das ist Röstaroma, deswegen grillt man. Ja, das ist, wenn man keinen Bock auf Grillaroma hat, kann man auch dünsten. Ja. Wenn ihr noch Ideen habt oder Anmerkungen habt, Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es mir gerne unten im Kommentarfeld unten rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr Lust habt auf mehr Videos, mehr Grillvideos oder auch vielleicht ein paar Reviews, dann schreibt es mir einfach rein. Ich hoffe, es gefällt euch. Triple Oak ist jetzt am Start.